Zunächst einmal, was ist Holz, wenn wir uns den Baum betrachten? Dann ist es in der ersten Linie erstmal ein Material, was dem Holz zwei wichtige Dinge bereitstellt, dem Baum. Das eine ist die Wasserleitung, die im Stamm vonstatten geht, und das andere ist die mechanische Festigung, denn wie Sie wissen, können Bäume über 100 Meter hoch werden. Von daher muss es ein sehr mechanisch stabiles Material sein, was der Baum hier generiert. Was ganz wichtig ist, wenn wir auf das Holz schauen, ist, dass nicht nur Holz nicht gleich Holz ist, sondern dass wir auch sehr wesentliche Unterschiede in der Holzstruktur haben zwischen Nadel- und Laubbäumen. Diese Struktur ist grundsätzlich verschieden. Das hängt damit zusammen, dass die Laubbäume evolutiv jünger sind. Das heißt, sie sind später entstanden und sie sind aus den Nadelbäumen hervorgegangen. Und sie haben einen höheren Grad der Spezialisierung erreicht. Und mit diesem höheren Grad der Spezialisierung verbindet sich die Optimierung hinsichtlich dieser beiden Funktionen, die ich angesprochen habe, die für den Baum wichtig sind, nämlich auf der einen Seite die mechanische Festigung und auf der anderen Seite die Wasserleitung. Ein anderer wichtiger Aspekt, den wir noch anschauen müssen, wenn es darum geht, welche Holzarten führen dann nachher zu bestimmten Aromen, ist auch die Dichte des Holzes. Wir haben eine sehr große Bandbreite von Dichtewerten zwischen verschiedenen Holzarten. Also ganz bekannt ist zum Beispiel Balsa für eine sehr tiefe Dichte, um die 130 Kilo pro Kubikmeter. Hingegen Pockholz hat fast das Zehnfache an einer Dichte. Da sehen Sie schon, welche Spanne sich da auftut, wenn man bei der Holzartenwahl danach schaut, zum Beispiel Richtung Dichte zu optimieren. Grundsätzlich kann man sagen, also wenn wir über unsere einheimischen Hölzer sprechen, dass Nadelhölzer eher eine etwas tiefere Dichte haben, so um die 400 Kilo pro Kubikmeter wie Tanne oder Fichte, und Laubhölzer wie Eiche oder Buche liegen so bei ungefähr 650 Kilo pro Kubikmeter, also sind deutlich dichtere Holzarten. Aber wie gesagt, die Laubhölzer sind insgesamt viel diverser und von daher gibt es zum Beispiel wie Pappel oder Balsa halt auch Laubhölzer, die eine tiefere Dichte haben können. Es gibt also verschiedene niedermolekulare chemische Verbindungen, die diese Extraktstoffe ausmachen. Das sind Fette, Wachse, Harze, Phenole. Und daher kommt der Name, sie können recht leicht aus dem Holz extrahiert werden, zum Beispiel durch Wasser oder auch Alkohol. Und das nutzt man zum Beispiel natürlich dann auch, um Aromen in alkoholische Getränke zu bekommen. Zunächst einmal gibt es natürlich das traditionelle Aromatisieren mit Holz über die Extraktstoffe, wie wir es beim Whisky, Cognac, Sake, Wein kennen. Das heißt also die Lagerung in den Fässern, die dann dazu führt, dass aus dem Holz selber Extraktstoffe abgegeben werden und dann die entsprechenden Aromen durch das alkoholische Getränk aufgenommen werden. Das ist so der klassische Weg, wie man das gemacht hat. Heutzutage ist das Ganze oft, wie ich nachgelesen habe, deutlich weniger romantisch. Also heutzutage werden meistens Holzspäne der Eiche dann für den Reifungsprozess mit dazugegeben und man hat dann oft auch nicht mehr so diese Lagerung in den Fässern selber. Schauen wir zunächst einmal auf das Räuchern, wo ich die Lagerung des Lebensmittels im Rauch habe. Ich habe meistens ein langsames Verbrennen des Holzes, also eine Art Schwelbrand mit Rauchentwicklung, meist ohne Flamme. Ziel ist dort das Aromatisieren, das Garen, teilweise auch die Haltbarmachung, weil sich antimikrobielle, antioxidative Effekte einstellen können. Und was auch gewünscht ist, gewünscht sein kann, ist eine Farbänderung, die durch diesen Räucherungsprozess mit einhergeht. Das heißt, wir haben eine große Bandbreite an Lebensmitteln, wie schon erwähnt, die dort damit dann behandelt werden können. Die Arten des Kochens mit Rauch und Feuer, einmal gibt es das sogenannte Kalträuchern unter 30 Grad, wo man das zum Aromatisieren von Fisch und Fleisch verwendet. Da ist natürlich dann ein zusätzlicher Garvorgang gegebenenfalls notwendig, dass man das entsprechend noch weiter erhitzt. Dann das sogenannte Heißräuchern, so bis 80 Grad, ein indirektes Garen des Lebensmittels über Feuer.
oder einem System zur Generierung von Rauch. Darauf werde ich gleich auch noch zu sprechen kommen. Es muss nicht immer das offene Feuer sein, wie wir es so gewohnt sind, sondern kann auch sehr automatisiert stattfinden. Und dann das Rösten mit Rauch, also das klassische Grillieren über 120 Grad, wo es um das Rösten der Lebensmittel unter Belüftung geht. Wie beeinflusst nun die Wahl der Holzart den Prozess und die Rauchentwicklung? Eben die Frage, was ist besser, Nadelholz oder Laubholz? Hier hatte ich vorhin schon so ein paar Hinweise gegeben. Nadelhölzer werden in der Regel kaum genutzt, da die Baumharze zu unangenehmen Aromen führen. Also die Harzkanäle, die wir in vielen Nadelholzarten finden, führen offensichtlich zu Aromen, die nicht gewünscht sind. Ich muss sagen, ich habe das noch nie probiert, ich habe das nur gelesen. Da sind vielleicht die ein oder andere von Ihnen, der mir da auch sagen kann, wie seine eigene Erfahrung dazu ist. Was ich aber als Hinweis noch geben möchte, ist, es gibt natürlich auch Nadelhölzer ohne Harzkanäle, also es gibt harzfreie Nadelhölzer, zum Beispiel die Tanne, wo ich jetzt nicht weiß, wie die sich zum Beispiel dann verhält, wenn man sie für die Rauchentwicklung dann nutzt. Also es werden fast ausschließlich Laubhölzer genutzt und das auch in Abhängigkeit dann von der geografischen Region. In Europa ist es überwiegend Eiche, Buche, Erle. In Nordamerika wird sehr viel mit Hickory gemacht und Pekanussbaum beispielsweise, Erle, auch Ahorn, auch einige Obstbäume werden verwendet. Für Neuseeland haben wir noch Manuka gefunden als eine besonders stark genutzte Holzart in diesem Bereich, aber ich muss Ihnen sagen, ich weiß jetzt nicht, wie Manuka genau ausschaut. Wie stellt man Kohle her? Das ist ganz wichtig von Anfang an, der Aufbau und dann der Verkohlungsprozess. Zuerst baut man ein sogenanntes Füllihaus. Das ist ein Schacht in der Mitte vom Boden und der hat so 20 bis 30 Zentimeter eine Öffnung. Dann legt man sternförmig Bodenrugel auf den Boden mit Brettern und dann fängt man an, das Holz zu schichten. Wenn man den Schacht gebaut hat, macht man dann die Meterspälten und die schichtet man ganz dicht ringsum. Man macht meistens zwei Etagen von dem Holz und wichtig ist, dass das Holz ganz dicht geschichtet ist. Am Abschluss kommt noch so eine runde Form, das ist der Grind, sagen wir in der Köhlersprache. Das ist wichtig, dass der Verkohlungsprozess gut abläuft. Wenn der Holzaufbau fertig ist, dann ist es so eine runde Kuppe und das ganze Holz ist auf einem Rost aufgebaut. Nachher kommt Tannenreisig. Da wird das ganze Holz mit Reisig überdeckt. Die Zweige steckt man sorgfältig in das Holz, dass das ganze Holz abgedeckt ist, dass man da keine Zwischenräume mehr hat. Der Reisigmantel hat diese Funktion, dass es das ganze Holz abdeckt und zwar kommt nachher der dritte Mantel für die Holzkohle, für den Kohlenmeiler und das ist die Löschi. Die Löschi ist Kohlenstaub mit kleinen Kohlenstücken vermischt und diese Löschi haben wir vor rund 40 Jahren ausgegraben von einem Kohlplatz, wo früher schon Köhler waren. Der Kohlenstaub, der verrottet nicht, der bleibt immer. Und das gibt dann so eine 30 cm dicke Schicht über das ganze Holz mit dieser Löschi. Das muss man Schaufel für Schaufel anfeuchten und anklopfen, dass das luftdicht und wasserdicht den Meiler abschließt. Der Löschimantel, der bleibt während der ganzen Zeit auf dem Holz und wichtig ist, dass der nicht runterfällt. Darum muss man ganz sorgfältig Schicht für Schicht aufarbeiten. Wenn der Meiler aufgebaut ist, fertig, kommen dann außen noch die Ansteller und das ist darum, dass man den Meiler bearbeiten kann.
in der Mitte, wo wir den Schacht gemacht haben, macht man ein Feuer. Und dann legt man so 3 bis 4 Schaufeln von dieser Glut, vom Feuer, schüttet man in der Mitte in den Schacht. Und die Glut geht runter. Und dann mache ich außen Bodenlöcher auf, gebe Zug und dann gibt es die Kaminwirkung. Und dann fülle ich alle 20 Minuten wieder kleine Kohlenstücke nach, die entzünden sich und so ist nach 3 bis 4 Stunden der ganze Schacht glühig. Dann kommt ein Eisendeckel oben rauf und dann kann ich mit dem Verkohlungsprozess anfangen. Das heißt, ich steche die ersten Löcher rund um den Meiler. Das sind so durch die Löscheschicht, mache ich alle 20 cm Luftlöcher. Ich gebe gezielt Sauerstoff und dann entwickelt sich die Hitze. Und mit dieser Hitze kann man den Verkohlungsprozess einleiten. Das heißt, ich mache oben beim Meiler die ersten 3, 4 Reihen, Löcher und dann warte ich, bis diese Schicht von innen nach außen verkohlt ist. Ganz wichtig ist während diesem ganzen Verkohlungsprozess, dass man den Meiler Tag und Nacht beobachtet. Das heißt, alle 2 bis 3 Stunden stehe ich auch nachts auf, gehe die Leiter hoch mit einem Sack so kleine Kohlenstücke, mache den Deckel auf und stopfe mit einer Stange den Schacht. Und dann kann ich wieder so einen Sack Kohle nachwerfen. Das ist kalte Kohle und die entzündet sich wieder. Und das ist ganz wichtig, dass man das macht, weil das ist dann die Energie, wo verbraucht wird, die führt man wieder zu mit diesem Füllen vom Schacht. Von einem Stär Buchenholz, sage ich jetzt mal, gibt es ca. 70 bis 80 Kilo Kohle. Also das ist noch ein Zehntel vom Gewicht und das Volumen schrumpft auch. Also wenn ich 1 Meter Spelte habe, habe ich nachher noch 70 Zentimeter Kohle. Vielleicht noch zu den verschiedenen Hölzern. Ich habe da ein paar Stücke dabei. Das ist zum Beispiel Tanne, ein Stück Tannenkohle. Und ich sage für Grillkohle, was mir bekannt ist, würde ich Buche nehmen, weil die am besten den größten Glühwert hat. Ich habe auch Akazie dabei und ich habe auch Pappel dabei. Das ist Pappel. Das ist ganz leicht, weil ein Förster hat mir gesagt, aus Pappeln kannst du keine Kohle machen, das geht nicht. Das ist ein wertloses Holz. Dann hat er mir mal ein paar Stück gebracht. Ich habe sie im Meiler eingebaut und es gibt wunderschöne Kohle. Aber einfach viel leichter wie die von der Buche. Und dann habe ich den Test gemacht. Ich habe Pappelkohle genommen und da drin habe ich Buche. Und die habe ich direkt vom Meiler, die ist noch nicht in der Luft, die klingelt auch. Und da habe ich von der Buche eine Bratwurst gemacht mit Buchenkohle und Pappeln. Und beide waren eigentlich gleichzeitig schön braun, aber ich verbrauchte einfach mehr von den Pappeln. Aber das ist für mich logisch, weil die hat ein leichteres Gewicht. Das Praktische an dieser Hightech-Küche da ist, dass man einfach nur regelt und es passt. Und hier sind die Situation, ist jede Situation, jeder Tag ist alles neu. Wie zum Beispiel mit diesem kleinen grünen Ei habe ich noch nie was gemacht. Es verhält sich anders wie die größeren, weil die Dimensionen völlig verschieden sind. Aber ich habe es probiert und es funktioniert. Man muss sich ein bisschen anders verhalten, man muss sich darauf einstellen und so ist es mit jeder Situation, wenn man mit Feuer arbeitet. Mit Feuer arbeiten kann sein am Waldrand oder in einer Rüfe am Flussbett mit Lagerfeuer. Dort gart man entweder direkt über dem verbrannten Holz auf der Kohle oder
seitlich versetzt, indirekt mit Strahlungswärme, auch mit brennendem Holz. Die andere Art, archaische Art, ist vielleicht jetzt bei uns das Kaminfeuer, an dem ja auch oft grilliert wird oder gebraten. Dort verhält sich es ähnlich, entweder man hat ein Feuer an der Wand hinten und lässt die Hitze des Feuers wirken auf das Fleisch oder auf den ganzen Fisch, der seitlich versetzt, dann langsam vor sich hinschmort. Oder man lässt das Holz verbrennen, schafft eine Glut und arbeitet dann direkt. Kleine Teile Fleisch und Fisch lassen sich direkt wunderbar zubereiten. Große Teile sind direkt schwierig, weil sie außen verbrennen und innen noch nicht gar sind. Niemals mit Briketts, wie das wurde vorher schon erwähnt bei Doris. Diese Briketts oder Kohleeier, die stinken. Die haben maximal die Berechtigung, einen Heizwert zu erzielen und auch so einzusetzen. Aber sicher nicht in der direkten Aroma-Grillküche. Es gibt dann noch diesen wirklich schon legendären Barbecue-Smoker, der vor ungefähr 30 Jahren nach Europa gekommen ist. Das ist vor allem indirektes Garen mit Feuer oder auch mit Glut. Gelernt habe ich das Ganze mit viel Holz. Das hat mich eigentlich irritiert, weil das Fleisch und auch der Fisch sehr rauchig geschmeckt hat. Da geht es jetzt um Rauch mit Textur in Form von Rindfleisch, Textur in Form von Fisch, undefiniert, weil nicht mehr erschmeckbar. Eigengeschmack völlig untergegangen in dieser Rauchpenetranz. Rauch war früher historisch, das wissen wir, das ist auch heute schon erwähnt worden, eine Konservierungsmethode und nichts anderes. Heute in unserer Wohlstandsgesellschaft hat sich das Spektrum erweitert. Jetzt ist eine Zubereitungsart, um uns Genuss zu geben, zu vermitteln. Die Dosierung ist die große Kunst. Der Rauch soll begleitend zum Fleisch oder zum Geflügel oder zum Fisch sein und uns so Freude bereiten. Wenn er aber dominiert, ist der Gaumen irritiert. Viel einfacher wäre es doch für uns alle, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wir lassen das Rind nach Rind schmecken, den Fisch nach Fisch. Man kann natürlich mit viel Gewürzen arbeiten, das tue ich auch mit Aromen, aber dann ist es irgendwie definiert. Jetzt habe ich da dieses Rindsfilet warm gemacht im Ei bei 130 Grad. Und jetzt habe ich alle Schotten aufgemacht. Man hört es. Jetzt machen wir das quasi ein bisschen, wir aromatisieren es. Ich habe da zwei Tableaus mit Fjordlachsforelle, die ich selber einsalze und dann quasi räuchere in meinem Smoker zu Hause. Früher hat man Lachs nur geräuchert, um ihn zuerst eingesalzen, dann geräuchert, um ihn zu konservieren, um ihn haltbar zu machen. Er konnte sogar auf die Reise gehen. Das heißt viel Salz und viel Rauch. So war der Fisch haltbar. Das brauchen wir heute eigentlich nicht mehr. Rein provokativ ist dieser Lachs mit Erle geräuchert und dieser Lachs mit Buche. Ich verwende seit Jahren keine Holzspäne und auch keine Holzchips, sondern ganze Scheiter. Ein Scheitholz. Mit diesem Scheitholz mache ich drei Durchgänge. Das heißt, diese Woche 6 Seiten, nächste Woche 6 Seiten mit einem Scheitholz. Es braucht nicht viel. Im Sommer ist das Räuchern schwieriger, weil die Außentemperatur relativ hoch ist und dann schneller eine Eiweißgerinnung einsetzt. Ab jetzt kann man eigentlich fantastisch räuchern im Freien. Ohne Druckkammer, sondern ganz natürlich.
Vielen, vielen Dank, Marius Frehner vom Restaurant Gamper in Zürich. Und der Dank gebührt natürlich auch dem begnadeten Ofenbauer Christoph Roth, dass ihr beide heute zu uns ins Marmit Food Lab kommen konntet und euch Zeit genommen habt, so lange zu warten, bis dann euer Auftritt ist. Marius, du hast bei David Martinez im Greulich gelernt. Du warst in vielen, vielen anderen Spitzenrestaurants, unter anderem im Seller de Can Roca tätig. Wo aber bist du aufs Feuer gestoßen? Also in der Küche, schon auch in Katalonien. Also ich war dort also es stimmt nicht. Also auch im Seller de Can Roca haben wir viel mit Feuer gearbeitet. Es war mehr fürs Personal und für die einfache Küche. Sie hatten zwei, drei Gerichte, das war dazu mal so ein Signature-Dish, wo sie so etwas das so kurz geräucht haben, so mit Spänen, nur so mit dieser Pistole, einfach so unter einer Glocke. Dann habe ich es dort so ein bisschen gesehen. Und dann aber eigentlich richtig gepackt hat es mich im Abac. Dort hatten wir, das ist in Barcelona, bei Bellissier, dort hatten wir den Grill, den gleichen, den Echevarri gebraucht. Das gleiche Modell, er hat uns den gebaut und ich durfte dort ein Jahr lang fast also Chef Grill sein und dort hat es mich gepackt. Irgendwie seit dort will ich eigentlich nur noch mit Feuer, also mindestens eine Feuerstelle pro Küche braucht es für mich, weil sonst geht es wie nicht. Was ist das für ein Grill? Das ist relativ, das Ausgeklügelte dort ist, man hat so wie einen Kasten mit einem Föhn, man füllt die Kohle rein und hat dort eigentlich immer das zu, man kann den auf und zu machen mit Föhn anheizen, man nimmt quasi schon fertige Glut raus und setzt sie auf einen feinen Grill und darüber hat es einen zweiten Grill, den man verstellen kann. Und man hat dann eigentlich auf den Moment einfach die Kohle dort, wo man sie braucht und die Hitze. Man macht es dann mit der Menge und man verschlägt sie, je feiner es ist, dann kann man so ein bisschen variieren und dann die Höhen einstellen. Aber das war vor allem für die Alaminit-Sachen. Und man hat dann einfach auch nicht so eine Hitzeentwicklung in der ganzen Küche, sondern kann man es ein bisschen steuern. Man ist sehr schnell auch bereit, also man hat den am Morgen da gefüllt mit Kohle und dann, wenn ich wusste, der Service fängt an, dann hatte ich eine, vielleicht drei Viertelstunde vorher habe ich das eingefeuert und mit dem Föhn ging das sehr schnell und dann hatte ich einfach Glut. Und wenn dann etwas gemacht werden musste, habe ich eine Schaufel genommen, runter, die Höhe eingestellt, die ich brauchte von der Temperatur und dann das Bratgut oben drauf und dann so gebraten, ja. Und es war viel Arbeit, weil es hatte viele Stäbe und die Stäbe mussten jeden Tag blitzeblank sein. Und ich habe sehr viel Zeit mit dem Gerät verbracht und mit der Kohle, mit der Hitze. Aber also ich könnte nicht mehr ohne. Also am liebsten würde ich nur mit Feuer arbeiten. Und es ist nicht mal nur wegen dem Geschmack. Ich will das auch niemandem sagen. Am liebsten würde ich das im Geheimen einfach. Also die Leute können denken, ich habe Induktion, das ist mir egal. Aber es ist zum Arbeiten einfach. Es ist, ich spüre alles. Also ich kann mit dem Rücken kochen und das geht mit dem Induktion und diesen Öfen und das geht einfach nicht. Ich habe kein Gefühl mehr für die Produkte. Eben wie schon vorher gehört, das Hören, das Riechen, man sieht auch, es ist immer anders. Es ist auch spannender zu kochen, weil ich mich langweilt so. Also ich bin ein bisschen, ich hasse Induktion, ich hasse Elektro, Gas, Keramik, ich hasse das. Wie wir vorhin schon gehört haben und auf Rätoromanisch Chadafö oder Chadafi, also das ist ja das Haus des Feuers, also die Küche ist das Haus des Feuers in dieser Sprache. Und Christoph Roth, wie sieht es bei dir zu Hause aus? Wird da mit Holz gefeuert und auf Holz gekocht oder ist das ganz klassisch? Ja, ich habe wohl einen Kachelofen zu Hause, den brauche ich jetzt jeden Tag, aber der Kochherd fehlt in dieser Wohnung, die ich habe. Ich brauche den Kachelofen natürlich auch zum Kochen, Backen oder deren, das geht auch sehr gut. Und grundsätzlich ist es natürlich
die sparsamste Ausnutzung von einem Brennstoff zum Heizen. Du hast vorhin noch einen Tipp gegeben, und zwar hast du mir hast du uns gesagt, ihr hättet etwa 40 verschiedene Anzündhilfen mal getestet, als wir eben über diese kleinen Holzwolle-Bäuschel gesprochen haben. Was waren da eure Erfahrungswerte? Die meisten Produkte, die wir kaufen, die sind mit Erdölprodukten natürlich, die Erdölprodukte, die brennen natürlich sehr schnell. Und die besten, von diesen, die nicht so gut, müssen wir nicht groß sprechen, aber die besten sind die, mit Lebensmittelparaffin hergestellt werden. Und es gibt eine Firma, die braucht nur Lebensmittelparaffin plus 10% Pinienharz. Und Pinienharz ist ziemlich teuer zum Kaufen. Aber es gibt das beste Aroma, oder es beeinflusst das Feuer am wenigsten. Vor allem, wenn man das Feuer zum Kochen braucht. Und es gibt drei Produkte, die sind sehr viel besser als alle anderen. Und ja, die drei besten sind auch in der Schweiz hergestellt, zum Glück. Aber sind etwas teurer als die anderen. Aber man riecht es ziemlich gut, wenn man eine Holzwolle auftritt und daran riecht. Man schmeckt, dass wenn es schlechtes Produkt drin ist. Vielleicht schmeckt man ein bisschen das Tannenholz, das gibt eine Duftnote, aber der Harz oder vor allem die Industrie, der Industrieparaffin, der riecht nicht gut. Warum ist das offene Feuer, wenn wir jetzt vom offenen Feuer sprechen, bei Profis wieder so im Trend? Was meinst du? Ja, ich glaube einfach, es ist wie in allen Gebieten, es geht so viel verloren durch. Es ging viel verloren. Also sagen wir das ganzheitliche Erleben, oder? Ich meine, so ist schon, das sieht ja auch super cool aus da, und Touchscreen und alles, mega geil. Aber irgendwie, es hat die Sinnlichkeit fehlt mir einfach. Und so, ich finde so Küche, Kochen, das sinnliche Erleben, das macht viel aus. Also in so einem sterilen Raum, wo man keine Hitze mehr spürt und alles wird gerade weggezogen, mit Liebe und mit Wärme kochen soll. Es ist mir so Cyborg-mäßig. Ich bin dann so ein bisschen amputiert, weil es fehlt mir irgendwie alles, oder? Es ist kühl. Aber das ist für mich, ja, es geht wie nicht. Und es ist halt auch spannend, wenn man sieht, alle, sagen wir mal, Top-Köche und so, wie essen die eigentlich? Wo essen sie? Was macht ihnen Spaß? Und dann sind wir schnell wieder beim Feuer, wir sind beim Erleben, weil wir sind meistens so ein bisschen eher sinnlich geartete Leute, die meistens, gibt schon viel auch Kopfige so, das sieht man dann aber auch, dann braucht man das irgendwie, also ich brauche das, sonst macht es mir keinen Spaß. Also dann höre ich auf. Wenn er jetzt einen Ofen möchte von dir, vom Hafner, warum sagt man überhaupt Hafner? Aber und erstens und zweitens, wie würde das jetzt funktionieren? Also, was müsste er ausgeben? Die erste Frage. Der Hafner kommt vom Hafenmacher, der Grobkeramiker. Früher hat der Hafner auch Maßkrüge herstellen müssen, die genau den Inhalt von einem Maß oder von einem anderen Maß, von einer anderen Maßeinheit genau hergestellt werden muss. Und das wäre heute noch sehr schwierig. Und das Zweite, wie baut man einen Ofen oder was für Vorschriften und so? Es ist möglich, eine Holzfeuerung in einer Küche zu machen. Eine offene Holzfeuerung braucht heute, das ist relativ neu, ein Rauchgasabscheider, ein Feinstaubabscheider im Kamin drin, dann dürfen wir heute offene Schmines bauen. Aber offene Feuerungen ohne Abscheider, das wird meistens nicht bewilligt. Und es vielleicht ein großes Lokal, das sehr viel mit Holz
gearbeitet wird, das braucht vielleicht eine Filteranlage. Und die ist ein bisschen kostenintensiv, aber ein Feinstaubabscheider, der ist etwa 1500 bis 2500 Franken kostet das. Und dann einfach die normalen Vorschriften, die für Holzfeuerungen üblich sind, die müssen eingehalten werden. Und die werden auch von der Feuerpolizei kontrolliert.